Vorsichtig zieht das Forschungsteam Messgeräte aus dem See. Mehrere Monate lagen 9 solche Seismometer wasserdicht verpackt auf dem Boden des Vierwaldstättersees. Die Forscher der ETH und der Universität Bern erhoffen sich von den Daten Aufschlüsse über die Bewegungen auf dem Seeboden und die Schlammmenge. Wir messen die unterseeischen Abhänge, also wir schauen, welche Volumina unterseeisch an Schlamm auf den Abhängen sich befindet. Dann messen wir, wie stark ein Erdbeben diese Hänge schütteln kann und wie viel Schlamm dann eigentlich instabil wird und in das tiefe Becken des Sees gleitet. Anschließend machen wir ein Modell der Wellenausbreitung, also wie deformiert diese Schlammlawine die Wassersäule. Und dann wiederum entsteht dadurch eine Tsunamiwelle. Eine Tsunamiwelle in der Schweiz ist ein seltenes Phänomen. Die gesammelten Daten sollen auch dazu dienen, dieses Risiko besser abzuschätzen. Sicher ist, die Auswirkungen eines solchen Ereignisses wären heute viel größer als vor 400 Jahren. Im Vergleich mit 1601 ist die Verletzlichkeit der Infrastruktur heute wesentlich höher. Also wir haben mehr Werte, die an den Seeufern entlang verbaut sind. Und deshalb können wir schon mehr Schäden erwarten. Vielleicht kann man aber auch erwarten, dass gerade durch ein Projekt, wie wir es machen, dass die Bevölkerung aufgeklärt ist, dass man zum Beispiel bei einem Erdbeben den Uferbereich verlässt. Noch nie wurde in der Schweiz der Seeboden mit solch modernen Methoden untersucht. Das Projekt wird vom Nationalfonds unterstützt und kostet 2 Millionen Franken. Ergebnisse, wie real die Gefahr einer Flutwelle für die Uferbewohner tatsächlich ist, soll es in 3 Jahren geben.